Hi Leute, hier ist Ansgar und wieder auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es mal wieder um eine App-Review-Vergleich. Und zu diesem Zweck habe ich mir Temple Run 2 rausgesucht. Das Ganze kommt aus dem Hause Imenji Studios, keine Ahnung. Ist ab 9 Jahren freigegeben, ist eine Universal App und gratis im App Store erhältlich. Und wir wollen es auch direkt starten. Ihr seht hier, ich habe Temple Run und Temple Run 2. Und ja, Temple Run 2 gerade erst mal rausgekommen, vor einer Woche oder sowas. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wann das Video hochkommt, aber auf jeden Fall letztens erst rausgekommen. Und man sieht schon das neue Interface. Ich werde im Zuge dieses Videos natürlich euch Gameplay zeigen, das ist ganz klar. Und dann werde ich es vergleichen mit Temple Run 1. Und in diesem Zuge wird mir meine Schwester zur Seite stehen, denn die habe ich heute das erste Mal dabei. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Paula und ja, ich bin jetzt hier zum ersten Mal bei meinem Bro. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei unserem Video und ja, mein Bruder ist voll der Pro, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ja. Gut, danke Paula für diese Einschätzung. Ja, keine Ahnung, also mal schauen, also das ist jetzt eigentlich eine Ausnahme, dass sie mir so hilft, aber mal schauen, vielleicht kommt ja noch was. Ne, gut, auf jeden Fall, es geht erstmal los und man sieht schon hier das neue Interface. Das Menü ist nicht mehr hier unten zu finden, das haben wir jetzt da unten als eigenen Punkt. Deswegen werde ich jetzt auch nicht auf Play drücken, sondern ich gehe erstmal auf das Menü und gehe erstmal hier auf die Upgrades ein, die man zum Beispiel so bekommen kann. Und zwar hat sich da ja jetzt nicht allzu viel geändert, sag ich mal. Also man kann immer noch hier die Coins upgraden. Schild, das ist neu. Dann den Coin-Magnet kennt man, den schnellen Boost und dann kann man hier auch noch die Spawns praktisch dieser Spezialwaffen, sage ich jetzt einfach mal, kann man erhöhen, indem man das hier kauft. Dann kann man hier Power Meter kann man upgraden. Das ist also, je öfter du das upgradest, desto länger dauert es, bis sich das Spiel verschnellert, oder? Ja, dieses Save Me, das habe ich mir irgendwie noch nicht angeguckt, war für mich uninteressant. Ja, genau, also genau, wenn du das Save Me benutzt, darauf werde ich gleich noch eingehen, wirst du eine Minute lang dann praktisch unzerstörbar. Oh, was haben wir hier? Nee. Head Start, also 500 Meter unzerstörbar. Ups, so, 500 Meter unzerstörbar. Wenn du das direkt am Anfang einsetzt und hier praktisch der Score-Multiplier, dass einfach dein Score größer wird. Ja, dann gibt es hier noch Power-Ups, die kannst du durch verschiedene Sachen freischalten, also durch irgendwelche Missionen. Und die kannst du dann in-game einsetzen, sobald du genug Coins gesammelt hast. Ich habe jetzt mir schon mal den Magnet gekauft, das Schild und den Boost. Quatsch, gekauft, habe ich die Mission erledigt, ja. Die Charaktere sind diesmal nicht so viele. Wir haben den Standardtyp, die Frau, die habe ich mir auch schon gekauft. Dann hier so einen schwarzen Barry Bones. Und dann noch hier, die gibt es glaube ich, gab es letztes Mal auch schon. Carmeli, weiß ich nicht. Ja, bevor wir jetzt noch lange rumlabern, man könnte das noch alles erklären, aber es ist das übliche Credits, More Games, Settings und so was nicht unbedingt wichtig. Und da denke ich, können wir dann eigentlich jetzt schon mal mit dem Gameplay starten, würde ich sagen. So, zu diesem Zweck zoomen wir hier mal ein bisschen raus und Paula, weiter deines Amtes. Ja, also ich habe jetzt hier Temple Run 1, das ganz normale. Ja, man sieht auch schon, allein das Interface ist ja schon mal so ein bisschen anders. Ja, also wenn man das mal vergleicht hier, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ja, keine Ahnung, ich würde sagen, wir können einfach mal hier einfach ein Game anfangen und dann sehen wir ja alle, wie das so läuft. Ja, ja, klar. Okay. Ja, also im Prinzip hat sich schon mal in den Verfolgern zumindest was geändert. Paula hat noch hier so mehrere kleine von diesen komischen mutierten Affen. Ich habe da jetzt einen großen, wie man hier ziemlich gut sehen kann. Das macht im Prinzip keinen Unterschied, nur sieht es eben anders aus. Ja, dann hat sich natürlich die Arena hier geändert bei Temple Run 2 ganz drastisch. Und zwar hat man jetzt hier viel mehr Landschaften, sage ich jetzt mal im Prinzip. In Temple Run 1 hatte man ja diese drei Landschaften eigentlich. Von diesem Tempel, dann diese Stege da im Sumpf und dann diese Steindinger. Alles relativ trist, alles relativ, ja, einfach gehalten. Und, oh ja, natürlich, das passiert, wenn man nicht aufpasst. So, hier setze ich jetzt mal die Save Me ein. Das sind so Kristalle, die man innerhalb des Spiels einsammeln kann. Und die dich praktisch saven, wenn du tot bist. So ähnlich wie diese Engelsflügel früher bei Temple Run 1. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt hier auch noch gibt, habe ich sowieso nie eingesetzt. Und, ja, ansonsten ist das ganze Spielprinzip gleich geblieben. Oh, ich bin tot. Ja, das macht doch nichts.
Ja, und man erkennt das ja alles mit dem Boost und so. Hier gibt es jetzt die Arenen von irgendwelchen Ruinen, dann gibt es hier diese normalen Wege und da gibt es noch Wald und ja, es ist einfach geiler. So, und hier habe ich jetzt zum Beispiel genug Münzen, um mein Power-Up freizuschalten. Den Coin-Magnet, den aktiviere ich durch Doppeltipp und ja, jetzt haben wir den Boost hier auch noch. Das ist auch ganz schön. Ja, und jetzt sieht man ja hier, sammle ich direkt alle Coins an. Ich habe auch schon die blauen Coins freigeschaltet. Also, ich sag mal, das Spiel hat jetzt noch einen relativ hohen Suchtfaktor. Ich weiß nicht, ob das in ein paar Tagen auch noch so sein wird. Aber, ja, natürlich, ich habe das hier auf dem Gestell stehen. Ja, sorry Leute, ich wirke gerade schlechter als meine Schwester, aber ich versichere euch, mein Highscore ist höher als ihrer. Nein, ja, voll nicht. Na gut, ja, keine Ahnung, also einfach nochmal noch ein Rennen starten hier. Ja, es ist einfach viel besser gestaltet und was man zum Gameplay sagen kann, das hat sich auch verändert. Also nicht, dass man jetzt, nicht nur, dass man jetzt hier auch so komische Seile hat oder sowas. Nein, das hat sich einfach vom Gefühl her so ein bisschen verändert. Also man kannte das ja auf jeden Fall in Temple Run 1, das war immer dieses strikte gerade Auslaufen und dann ab und zu mal eine Kurve machen oder so. Aber hier, vielleicht sieht man es auch schon, ist das Ganze noch so ein bisschen kurviger gestaltet. Also das Spiel bewegt sich so ein bisschen mit. Also weiß jetzt nicht genau, wie ich das erklären soll. Hier ist wirklich so ein Edelstein, so ein Save Me. Das bewegt sich so ein bisschen mit. Das Spiel läuft Kurven, ist aber trotzdem noch gerade. Also um diese Kurven zu laufen, musst du nichts Besonderes machen oder sowas. Das ist noch ganz normal. Und ja, das ist vom Gameplay her zuerst noch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Musste mich auch erst dran gewöhnen. Und die relativ hohen Scores, also für meine Verhältnisse hohe Scores, habe ich dann erst nach einem Tag oder zwei gemacht. Und ja. Aber allgemein finde ich, lässt sich dieses Temple Run hier ein bisschen leichter spielen. Also mein Highscore hat sich erstmal direkt, ja, veranderthalbfacht, sage ich jetzt mal. Im Gegensatz zum alten Temple Run, genauso wie das mit den Metern war. Wir können ja gleich nochmal unsere Highscores. Ach nee, Quatsch, da sind ja gar nicht mehr meine drauf, ne? Nee, und also mein fetter Highscore, nehme ich auch bei deinem, also als du den noch hattest gemacht. Ja, Also ja. der ist auch nicht gespeichert. Ja, Aber hier. der war irgendwas mit 1 Million oder so. Ja. Kannst du mal sehen. Wow. Hä? Na gut, Ist auf ja jeden gut. Fall. Auf jeden Fall hier zum Beispiel habt ihr gerade noch gesehen, sind wir auch in Minen. Hier fahren wir dann mit diesem, mit der Steuerung hier. Also tut mir wirklich gerade leid, dass ich so schlecht bin. Liegt aber wirklich einfach daran, dass ich jetzt hier das Stativ habe und noch die Kamera im Blick behalten muss und so. Ja, weiterhin muss man hier Level aufsteigen und Missionen erledigen. Das ist auch neu. Ich bin jetzt hier gerade auf Level 7 und ich sage euch, das ist schon okay, sage ich jetzt mal, zumindest für die erste Woche, in der man es hat. Weil die Missionen werden echt schwer. Zum Beispiel, was hat man hier, ne? Wie viel sind das? 1 Million? Ja, genau, 1 Million Meter laufen. 1 Million, Was was ist weiß denn? ich, ohne Power-Ups laufen. Genau, 1 Million Score kriegen ohne Power-Ups. Und dann noch hier irgendwelche Meter laufen und Coins einsammeln. Ach, was weiß ich. Und ja. Ja, dann können wir jetzt nochmal gucken hier, damit ihr auch mal seht, dass ich nicht so schlecht bin. Mein Highscore Hä, beträgt. wirklich jetzt? Ja. 4 Millionen irgendwas? Mein Highscore beträgt 4.023.617 und die weiteste Meter, die ich gerannt bin, sind 12.776. Ja, Most Coins 630. Da werden natürlich übrigens, das muss man auch noch dazu sagen, werden die blauen Coins und roten Coins nicht dazu gezählt. Also man zählt wirklich nur die Coins an sich Zahl, die man eingesammelt hat und nicht der Wert der Coins. So. Ja, das soll es eigentlich schon soweit gewesen sein zu meinem Review zu Temple Run 2. Ich weiß nicht, was man jetzt hier noch sagen könnte. Settings, Volumen und sowas. Man kennt es. Natürlich kann man hier sich auch nochmal seine Mission angucken, welches Level man gerade ist. Man kann sich natürlich hier auch noch für In-App-Käufe kann man sich natürlich auch noch Coins kaufen. Hier den Doubler der Coins, dass die doppelt so viel wert sind. Dann kann man sich hier diese Diamanten kaufen, die für Save Me verantwortlich sind. Und die ganzen Münzen eben, man kennt es ja, die Abzocke, sage ich jetzt mal. Dann kann man sich das Ganze natürlich noch mit Game Center verbinden, hier für Trophäen. Auch ganz klar, wenn man will, kann man sich auch noch More Games angucken des Entwicklers und allgemein. Und zum Schluss natürlich auch die Credits, wenn das interessiert. Mich nicht. Nun, ja, das denke ich, soll es soweit gewesen sein. Und ich würde sagen, was haben wir hier noch? Achso, ja, okay. Ja, ach so, ja, Quatsch hier, warte mal. Na gut, egal. Das Ja. Ganze kann man auch noch teilen auf So ein fettes Ding hast Twitter, du. Facebook und so was. Ihr wisst Bescheid. So, das war's jetzt wirklich. Jetzt warten wir nochmal, bis der Save Meter weg ist. Und gehen mal wieder auf den Hauptbildschirm zurück.
Nee, ich krieg's nicht hin. Egal. Doch, da, hier? Da, ne? Hier oben? Nee. Nee, egal jetzt. Gut, das Spiel ist erst eine Woche draußen, Leute. Okay. Ja, ihr wisst Bescheid, das war meine App-Review-Vergleich zu Temple Run 2. Hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe mal, dass ich das Video jetzt innerhalb der nächsten Woche hochladen kann. Ist ja auch ein aktuelles Spiel. Ja, ansonsten, ich habe auch vor, so ein paar Geheimtipps an Spielen eigentlich rauszusuchen für meine App-Reviews. Nur habe ich jetzt mal Temple Run 2 praktisch als Aufhänger genommen, weil das ja ein relativ erfolgreiches Spiel ist und ich das einfach machen wollte. Ich denke mal, das könnt ihr euch denken. Ja, nächste App-Review wird dann ein kleinerer Geheimtipp werden. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss.